Heyo, wir machen heute einen Hähnchen-Eiersalat mit Dolly-Sauce. Darauf gebracht hat mich der Jeffrey am Samstag, wo ich beim Chris da war. Ja, und gesagt, getan. Gehen wir rüber, legen wir los. Unsere Übersicht gestaltet sich sehr, sehr, sehr gering. Wie sagt man, Schatz? Sehr spartanisch, genau. Wir haben Eier, wir haben Hähnchen-Innenbrustfilets. Eigentlich wollte ich ganz normale Hähnchenbrust kaufen, aber hat es keine mehr gegeben. Also habe ich 800 Gramm von diesen Innenbrustfilets, hat es glaube ich geheißen, ja. Ein bisschen Petersilie, die Dolly Sauce und würzen tun wir das Ganze jetzt bloß mit SPP, also Salz, Pfeffer, Paprika. Jo. Dein Lieblingsnap, oder was ist das? Ja, das ist ganz einfach. Wir brauchen das hier nicht so extrem überwürzen. Da reicht der Salz, Pfeffer, Paprika, weil die Würze wird ja hauptsächlich von der Dolly Sauce dann kommen. Und deswegen habe ich mich wieder heute ja, für die drei Standardgewürze entschieden. Das Hähnchen-Innenfilet wird jetzt nachher erst einmal auf dem Grill schön angegrillt, dann das wieder auskühlen und danach, jetzt fliegen aber gleich die Eier hier runter, und danach werden wir es klein schneiden. Und in der Zwischenzeit, während ich die draußen auf den Grill lege, ja, das reicht eigentlich schon an Würze. Mehr braucht man da nicht. Während ich das jetzt draußen grille, wird mein Schatz hier gleich die Eier kochen. Ganz normal Eier kochen, muss man glaube ich nichts dazu sagen. 15 Stück an der Zahl machen wir. Ja, und nach dem Grillen sehen wir uns dann hier wieder. Aber jetzt gehen wir erstmal raus, Leute. Ja, Leute, ich weiß, ich sollte den Grill mal wieder putzen. Mache ich auch demnächst. Aber jetzt schmeißen wir erstmal unsere Filetteile auf den Grill. Eigentlich können wir die alle indirekt drauf schmeißen. Sind ruckzuck fertig. Also nicht wundern, ich gehe in der Zwischenzeit schnell die Schüssel spülen. Und da kommen die dann gleich wieder hinein. Ja, so schaut's aus. Ja, Deckel zu. Sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Ha ja, schauen wir mal rein. Und ich glaube, wir geben dem Ding doch noch ein paar Röstaromen. Also täte man jetzt das Innenfilet jetzt nur so machen, dann täte ich wahrscheinlich auch sagen, es ist trocken. Aber ich denke nachher dann mit den Eiern und der Dolly Sauce, ja, wird es richtig geil werden. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass es uns nicht ankokelt. Einmal umgedreht habe ich es gerade vorher schon. Ups, und das reicht jetzt. Jetzt legen wir es nochmal kurz in den indirekten Bereich, bevor wir es nachher dann endgültig runternehmen. Einwandfrei. Das reicht uns vollkommen, weil ansonsten wird es dann doch zu trocken. Aber ich denke, so sind wir auf der sicheren Seite. So, jetzt lassen wir es noch 5 Minuten ziehen und dann nehmen wir es runter. Ja. Ob es denn fertig ist oder nicht, zeigt uns ganz einfach die Zerreißprobe. Wir nehmen uns ein Stück runter und richtig gut. Okay. Damit wären wir hier draußen am Grill schon fertig.
Wer jetzt noch fickt, wie lange die jetzt am Grill waren. Entschuldigung, bis es fertig ist. Ja, also nicht lange beobachten, angucken, Zerreißprobe. Die dürfen jetzt noch auskühlen, dann werden wir sie klein schneiden und ja, schauen wir dann mal, was unsere Eier drin machen. Eier werden auf ganz herkömmliche Weise gekocht. Jo, das war ein Schnellblick. Jetzt und, soll ihr kochen. Ja, die werden wir nachher erstmal noch abschrecken lassen und dann erst abkühlen lassen. Das heißt, du machst... Ja, so ähnlich. Okay, wenn Eier abgekühlt, Hähnchen abgekühlt, dann sehen wir uns wieder. Ja, wie, mein Schatz, was machst du hier? Wie willst du das haben? So? Oder? Ja, so vielleicht. Das ist entweder so oder ein klein bisschen kleiner. Noch kleiner? Ja, eigentlich reicht so. Also, ich denke, die Stückchen sind gut und lecker ist es auf alle Fälle. Und du hast ja die Eier auch schon fertig. Ja, klar. Sabalot. Wie viel waren das jetzt? 15. 15 Stück. Holadrio, holla die Waldfee. Ja. Kleinschneiden. Dann wird noch Petersilie klein gehäckselt. Und dann schmecken wir das Ganze ab mit der Dolly Sauce. Och, mein Schatz ist wieder schneller als der Michi erlaubt. Aber egal. Da weiß ich wenigstens, dass es gut gemacht wird. Geh, mein Schatz. Natürlich. Darf ich dir die Petersilie schon mit reintun? Ach, macht's ja auch selber. Nix darf ich heute mehr. Kann es sein, dass du Hunger hast? Diese ewig hungrigen Busfahrer kennst du doch. Jawohl. Kann man eigentlich fast die komplette Pulle schon reindrucken, hä? Eigentlich schon, ja. Ja, nimm mal einen Löffel und zieh's raus. Am besten so einen langen. Hier. Oh, kriegen wir den nicht rein. Aber es gibt ja auch schmale. Es gibt auch schmale Löffel. Sehr schön. Tja. Dann wird es gleich untergehoben. So. Dann das Ganze einmal schön vermischen. Natürlich kann man das auch komplett selber machen mit Curry und hau mich tot, Curry, Mayo, ein bisschen Senf etc. pp. Geht genauso. Aber wir wollten das eben heute mit dieser Dolly Sauce ausprobieren. Warum auch nicht? Es wird bestimmt lecker. Gleich darf ich probieren. So Leute, ich schnapp mir hier jetzt den Löffel und schnapp mir hier jetzt ein Probiererchen. Ein Löffelchen. Und dann sage ich mal, ab in den Hals damit. Schmeckt lecker. Eine Pulle Dolly Sauce war da jetzt definitiv zu wenig. Wir haben jetzt noch ein bisschen Mayo mit rein, bis wir es ja, ungefähr genau so hatten, wie wir das wollten. Aber das ist nicht einmal schlecht mit dem Mayo, weil das andere war ganz schön konzentriert. Das ist einmal richtig geil. Werden wir jetzt nachher mit Toastbrot zusammen essen. Ja, und danach sehen wir uns definitiv zum Fazit wieder. Tada! Tja, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Schön auf dem Toastbrot. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Njam. Einfach nur lecker.
kommen wir noch zum Fazit. Mein Fazit dazu, das war verdammt lecker. Wirklich. Natürlich, man kann das Ganze mit Mayo, Senf und Hau mich tot und Curry selber würzen, machen, tun. Aber das war nicht Sinn und Zweck von diesem Video. Wer das möchte, kann das natürlich sehr gerne machen. Ich wollte jetzt eben diesen Rezeptvorschlag vom Jeffrey einfach umsetzen. Und das ist sehr gut gelungen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dieser Dolly-Sauce. Also geschmacklich wirklich hervorragend. Hätten wir jetzt ein paar weniger Eier genommen, dann hätte man keine Mayo dazu gebraucht. Genau, mein Schatz. Dankeschön. So haben wir halt noch etwas mit Mayo gestreckt, aber hat auch einwandfrei funktioniert. Ja, Leute, was soll ich sagen? Entweder komplett selber machen oder mit einer feinen Dolly-Sauce das machen. Ja, das wäre es dann für dieses Video. Würde mich natürlich wieder über Daumen nach oben freuen, nette Kommentare und ein paar Abonnenten mehr. Das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.